und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Timberborn. Ja, im Moment pausiert es noch, aber es beginnt jetzt das, wovor sich alle fleißigen Biber fürchten. Die große Dürre beginnt. Und damit ihr auch mal seht, wie sowas überhaupt aussieht, habe ich es ja extra pausiert und habe auch einen schnellen Cut gemacht, wobei wir ja sowieso schon sehr, sehr lange überzogen hatten beim letzten Mal. Und ich muss mal eben hier schauen. Moment, hier sind Kartoffeln. Da wollte ich nämlich noch mal eben vorher, wenn ich den was sehen würde, vorher ein bisschen aufstocken. Das sind auch noch Kartoffeln. Und werden das wohl auch Kartoffeln sein. Und die Sachen sind noch nicht weggemacht. Okay. Ja, dann beschleunigen wir das Ganze mal 0,1 Tage. Die Vorhersage der Dürre. Es nähert sich immer weiter dem Ende. Hoffentlich nicht unserem Ende. Ich meine, okay, unsere Speicher sind im Moment noch voll, bis auf der letzte 179. Wir haben nicht so eine hohe Population. Essen haben wir auf jeden Fall genug. Da kommt die Dürre. Jetzt schauen wir mal. Ich denke, ja, da. Da kann man es jetzt sehr gut sehen. Hier geht das Wasser weg und alles, was drumherum ist, ja, dem wird alles Leben entzogen. Sieht irgendwie schon sehr, also wir machen es mal ein bisschen schneller, sieht irgendwie schon sehr, sehr traurig aus. Hier sieht man jetzt auch gleich, dass alles abstirbt. Das finde ich persönlich immer am traurigsten. Ich habe das jetzt hier extra nochmal neu gemacht, weil normalerweise sollte das Ganze halten. Ja, verdorrt in 2 Tagen und in 0,6 Tagen ist die Dürre zu Ende. Sollte also funktionieren. Ja, wir haben jetzt mittlerweile auch schon 2 Forscher, sehe ich gerade. Können wir denn endlich mal die Treppen machen? Ich glaube noch nicht. Ne, 70 brauchen wir dafür. Okay, hier oben sind die Forschungspunkte, die wir brauchen. Je mehr Forscher wir natürlich haben, umso mehr Forschungspunkte bekommen wir. Wir haben nur gerade aktuell ein leichtes Problem. Ach so, den Förster wollten wir noch bauen, genau. Dann machen wir es mal ein bisschen weniger. Ja, genau. Wir müssen natürlich erstmal den Förster erlernen. Das heißt, wir können es doch wieder schnell machen, weil ich dafür nämlich noch 60 Punkte brauche. Dann muss ich danach die Treppen machen. Was ganz, ganz wichtig ist, dass ich dann auch bald die Getriebewerkstatt mache, weil ich habe festgestellt, wo ich so ein bisschen rumprobiert habe, dass ja, man die doch sehr häufig, das ist nicht der Speicher, hier, sehr häufig benötigt. Wir machen das jetzt so, wir bauen jetzt hier nochmal eins hin, damit wir mehr Holz zur Verfügung haben. Ne, nicht Wissenschaft, Förster. Komm, die 4 Pünktchen, da sieht man jetzt auch schön, die Dürre ist vorbei, das Wasser fließt wieder. Dementsprechend, und wir haben gar nicht viel Wasser verloren. Also jetzt, die erste Dürre ist überstanden. Und es ist nicht viel Negatives passiert. Oh, ich rede und rede und ich kann schon den Förster erlernen. Der braucht, soweit ich weiß, keine zusätzlichen... Mache ich den jetzt hier hin oder mache ich den jetzt daneben? Ich meine, wenn ich den daneben mache, kann ich den überhaupt... Doch, das sind so stumpfe. Ja, komm. Sieht ein bisschen schöner aus, muss ich sagen. Ist dann vielleicht... Vielleicht sind dann 2 Bäume weg oder so, die man hätte machen können. Okay. Aber sieht doch schon ein bisschen schöner aus. Dafür brauchen wir die Planken. Aber dafür brauchen wir natürlich einen, der hier ins Hamsterrad geht, Leute. So, Wasser haben wir erstmal noch genug. Die Dürre kommt jetzt erstmal nicht. Deswegen bestellen wir dich mal ab. Wo läuft der denn jetzt hin? Oh, okay. Den wollte ich eigentlich, oder, Moment, der hat eigentlich ja die Reichweite. Ach, ich habe wieder nicht geklickt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Der hat ja eigentlich die Reichweite, um hier hinten die Bäume auch noch mit wegzumachen. Dann sollte er das noch tun. Und dann reiße ich den erst ab. Ja, jetzt schlafen sie natürlich alle. Hier soll mal einer reingehen, bitte. Ich brauche Energie.
Energie, Energie, Energie. Oder ich brauche Punkte. 120. Aber dafür brauche ich dann trotzdem wieder die Planken. Ach, ich liebe es. Ich hätte es hier unten hinbauen sollen. Vielleicht soll ich noch ein zweites hier unten hinbauen. Das wäre eigentlich tatsächlich nicht schlecht. Wenn ich da noch eins hinbaue. So, Sägewerk. Dann nehme ich mir da unten zwar ein bisschen Platz weg. Den ich natürlich jetzt gut hätte brauchen können für die Bäume. Aber, ja, also damit ich das da oben nicht abreißen muss. Später werden wir auf jeden Fall dann hier auch einen Hamster drin haben. Beziehungsweise dann können wir das eventuell auch abreißen und entsprechend dann eine Windmühle dahin bauen. Aber es geht halt alles nur peu à peu. Wir sollten aber auch nochmal gucken wegen der Population. Ach so, ich sollte vor allen Dingen das Ganze priorisieren. So, perfekt. Jetzt haben wir trotzdem aber immer noch keinen Arbeiter hier drin. Bleibt mir jetzt wirklich nichts anderes übrig. Das finde ich nicht gut. 70 Punkte. Ach so, Moment. Ich habe doch schon so viele. Dann nehme ich jetzt erstmal die Treppen. Ja. Weil das geht mir auf den Sack. Ach so, das hätte ich spiegeln sollen. Das ist natürlich nicht so clever, was ich hier gemacht habe. So, das können wir nach oben bauen. Aber, ja, aber da brauche ich auch Planken für. Ich sollte eigentlich eine Treppe. Ja, Moment, da mache ich das mal als zweite Priorisierung. Ich sollte eigentlich eine Treppe hierhin bauen, weil ich da besser. Ach so, ich hätte die Häuser ja auch einfach hierhin bauen können. Ich bin ja auch so doof. Ah, da habe ich jetzt so gar nicht drüber nachgedacht. Okay, Häuser, Häuser. Wir nehmen einmal soll ich da später hochbauen? Ich könnte ja theoretisch theoretisch könnte ich später das auffüllen. Ja, das ist gar nicht so verkehrt. Ist das die richtige Seite? Ja. Dann baue ich das jetzt erstmal hier drauf. Dann baue ich da einen Weg drauf. Ich habe gerade Großes vor, aber ich kann es nicht in Worte fassen. So. Da muss ich das dann später zumachen. Dann könnte ich theoretisch hier eine Dachterrasse noch drüber bauen. Für unsere fleißigen Biber. Das sollte aber dann auch priorisiert werden. Ja, das Problem ist natürlich, wir brauchen dringend Planken. So, die haben sowieso schon ganz viele Holzscheite hier reingetan. Okay. Dann könnte ich zwei machen und dann einen Weg nach hinten mit rein. So. So. Und das bitte auch priorisieren. So. Oh, ist das schön. Das Sägewerk läuft. Ah, da oben haben wir jetzt auch endlich einen gefunden, der unser Sägewerk am Laufen hält. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Punkte haben wir jetzt auch genug. Das ist noch besser. Energie. Naja, das ist so teuer. Obwohl, das ist eigentlich ziemlich gut. Also, es ist sehr zuverlässig. Dann nehmen wir erstmal die 120 dafür. Das ist sehr, sehr wichtig. Da brauche ich Planken, um das herzustellen. Weil dann können wir mich hier ein die Biber rausnehmen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die Planken mit dem hier oben. Also der Biber, der kann ja vorerst noch weiterarbeiten, würde ich sagen. Warte, warte, warte. Da ist einer an Altersschwäche gestorben. Naja, gut, das passiert leider. Ich habe mich gerade schon. Ach so, unser Wasser. Wir müssen mal dafür sorgen, dass wir. Wir müssen das auch erforschen.
200 brauche ich dafür. Dann lassen wir das natürlich noch was weiterlaufen. Wie mache ich das am besten? Den reißen wir schon mal ab. Den auch. Den auch. Dann können wir nämlich hier noch einen kleinen hinbauen. Ah! Ich sehe gerade was anderes. Sehr schön. Können wir hier die Wege nämlich soweit schon mal abreißen. So. Und hier dann dementsprechend nochmal einen neuen hinstellen. Weil wir brauchen natürlich mehr, oh, wir brauchen mehr Wasser. Vor allen Dingen müssen wir hier keine Arbeitslosen. Ja, ich habe es geahnt. Jetzt kommt natürlich keiner mehr hier arbeiten. Das ist ganz, ganz schlecht. Warum eigentlich? Einer ist erwachsen geworden. Ja, wir müssen hier mal ein bisschen priorisieren, habe ich so das Gefühl. Damit die wirklich ein bisschen mehr von den Bibern machen. So, was ist denn hier voll? Die Bären sind voll. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wir haben ja auch einen Riesenvorrat hier an Bären. Also normalerweise sollte man natürlich nicht nur eins machen, man sollte mehrere machen. Und natürlich auch später die größeren Lagerhäuser. Das Problem ist nur, dafür brauchen wir 80 Planken, um das herzustellen. Deswegen möchte ich erstmal was anderes erfinden, nämlich den großen Wassertank. Oh, da ist wieder einer am Arbeiten. Sehr schön. Das heißt, wir bekommen auf jeden Fall jetzt auch wieder Wasser. Das habe ich schon priorisiert. Und der ist hier aber eigentlich auch am Arbeiten. Ne? Das ist so ein bisschen... Ach so, wir sollten hier oben vielleicht auch nochmal Lagerhäuser hinstellen, fällt mir gerade ein. Also geplant war ja eigentlich mal hier eine Schneise später reinzumachen, damit das dann alles hier so ein bisschen bewässert wird. Aber... theoretisch könnten wir... Ich möchte übrigens mal eins ausprobieren. Das hat man mir gesagt, soll angeblich gehen. Die können schwimmen, hat man mir gesagt. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Aber ich werde jetzt mal ausprobieren, indem ich jetzt hier erstmal... Aber das ist gelb. Die Baustelle ist zu weit von Bauarbeitern entfernt. Also das scheint doch nicht zu funktionieren. Also mir hat man gesagt, man kann wohl einfach hier Wege rüber machen. Also diese normalen Wege, nicht diese hochgebauten. Weil die Biber schwimmen können. Die können da einfach so auf die andere Seite rüber. Das scheint aber nicht zu funktionieren. Dementsprechend, was ist denn hier unten eigentlich? Das ist immer noch nicht weggemacht worden. Leute, ernsthaft jetzt. Hier haben wir immer noch den Holzfäller drin, ne? Den brauchen wir ja gar nicht mehr. Das löschen wir mal. Ja. Das auch. Und das auch. So. Alles, was wir benutzen können, um mehr zu bekommen, an Essen oder an Trinken oder sonst was, sollten wir natürlich auch verwenden. So, das hier unten ist schon mal sehr gut, aber ich hätte jetzt gerne... Ach so, hier hinten sollen ja die Dinger hinkommen. Ich hätte das jetzt gerne so, dass wir jetzt hier eine Windmühle zusätzlich dran bauen. Das ist jetzt trotzdem mitten in das Feld rein, weil ich so schlau war. Dann mache ich es aber wenigstens hier. So, also man muss das mit einmal Abstand machen. Ich weiß nicht, warum man das hier nicht direkt... Ach so, weil die sich dreht vermutlich. Dann machen wir das so und einmal eine Verbindung rein. Die dürfte schnell gehen. Genau, die braucht eine Holzscheite. Da braucht man wiederum Planken für. Ich werde die aber trotzdem als Prio reinmachen, weil wenn nämlich die Dürre kommt, und das Problem hatte ich leider, wo ich das so ein bisschen getestet hatte, wenn die Dürre kommt, hätten wir theoretisch hier oben
den... Warum läuft die jetzt eigentlich nicht? Ach so, die waren jetzt am Schlafen, ne? Genau. Hätten wir hier oben noch diesen Notfall-Biber, der fleißig am Rad dreht, damit wir hier oben das noch weiter betreiben können. Aber es ist eigentlich immer besser, wenn man zwei Sägewerke hat. Man muss, ach so. Oh, hallo Herr Förster. Ich rede hier die ganze Zeit. Moment, Birke ist eins. Ja, okay. Dann nehmen wir hier erstmal... Oh, das ist ja jetzt ganz blöd gelaufen. Das habe ich komplett übersehen. Nehmen wir hier den ganzen Bereich Birke. Hier hinten noch so ein bisschen Kiefer. Und ganz hier hinten machen wir noch den Ahorn hin. So, ich glaube, das reicht jetzt nicht komplett. Na gut, das reicht jetzt bis da. Der reicht bis da hinten. Und auf die anderen kann ich gar nicht mehr draufklicken. Die reichen... Naja, gut, dann haben wir nur zwei Reihen im Endeffekt davon. Aber wir wollen natürlich auch hier hochbauen. Oh, da haben sie schon... Nee, da haben sie noch nicht... Oder? Doch, da haben sie schon hochgebaut. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das heißt für mich, dass ich doch theoretisch hier auch noch einen Holzfäller hinbauen könnte. Wir machen hier einen Weg nach oben. Gerne priorisiere. Oh Gott, da kommen direkt schon die Planken reingeworfen hier. Das war jetzt aber echt schnell. Dann den Weg rüber. Tut mir leid, aber ihr müsst dann da so ein bisschen blöd laufen. So. Und dann würde ich sagen, wenn das denn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, weil ich bin natürlich kein Profi, also ich habe es gerade erst für mich entdeckt, dieses Spiel, würde ich sagen, dass wir das so machen und dass wir hier nochmal eine Treppe runter machen, damit der natürlich auch quasi gemütlich darunter gehen kann. Am besten so. Zack. Okay, das klappt nicht so ganz. Der hat jetzt den Bereich hier oben. Ah, jetzt auch unten. Doch, das klappt doch. Ah, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Das heißt... Aber der Förster, der kommt nicht so weit, ne? Moment, der Förster kommt... Ach, der kommt nur bis hier. Ja gut, dann kann der wenigstens hier ein bisschen mithelfen. Oder ich könnte... Für den Förster brauchen wir ja streng genommen nicht viel. Den könnte ich mit hier oben nochmal hinbauen. Na, das ist ein bisschen doof. Mit denen so. Ja, ist ein bisschen blöd jetzt, aber gut, das muss irgendwie gehen. So, dann bauen wir hier erstmal rum. Bauen wir hier... Doch, da... Ich weiß nicht warum, aber da bauen wir noch eine Verlängerung hin. So. Wenn der Förster nämlich später steht, dann könnten wir theoretisch hier drumherum auch noch ein bisschen was bauen. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal eine gute... Eine sehr gute Ausgangslage fürs Holz. Nahrung haben wir ja auch. Wir sollten dann aber vielleicht da oben auch nochmal hier was für die Holz... Also ein Holzscheite, Holzstapel, was auch immer, hinbauen. Mache ich das so oder mache ich das so? Oder mache ich das direkt hier rein? Das wäre vielleicht besser, ne? So. Ja, machen wir es einfach so. Nicht schön, aber selten. Muss dann noch gebaut werden. So, und die nächste Dürre kommt. Ich hasse dieses Spiel. Nein, ehrlich gesagt, ich liebe dieses Spiel, aber... Ach so, habe ich noch nicht... Oh, wir haben jetzt so viele Punkte und wir haben es noch gar nicht gemacht hier. Dafür brauchen wir dann allerdings auch Getriebe, deswegen... Aber ich muss schon mal gucken. Wir könnten theoretisch hier eins hinstellen, aber ich möchte dann hier hinten auch nochmal eins hinstellen. Das würde dann so sein und das andere
Keine Ahnung, müsste ich komplett woanders hinstellen. Also, wir müssen auf jeden Fall noch Getriebe machen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. War das Holz? Genau. Nee, das ist Papier. Hier ist Getriebe. Getriebewerkstatt. Die 100 Punkte zum Erforschen haben wir. Braucht aber, soweit ich weiß, auch Strom. Und braucht Holz. Also sollten wir das auf jeden Fall neben dem Holzstapel machen. Hier können wir natürlich jetzt kein Wasserrad hinbauen, was ein wenig schade ist. Das Einzige, was ich jetzt hätte machen können, das direkt daneben bauen. Aber da müsste ich hier, das ist jetzt natürlich scheiße. Und es tut mir sehr leid, das machen zu müssen. Oh, die kommen sogar sofort an, okay. Dann machen wir hier die Getriebewerkstatt direkt daneben. Zack. Dann sollte es nämlich so sein, wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, wenn die direkt aneinander gebaut sind, sind die quasi auch hier mit dem Rad verbunden. Das Rad macht 180 PS. Die brauchen 50. Energieeinspeisung, genau. Energieversorgung, Nachfrage im Netzwerk, hä? Okay, die brauchen auf jeden Fall 50, das sollen wir mal priorisieren hier. Wir haben schon einige Planken, glaube ich, hier. Ne? 17 haben wir sogar auf Lager, das ist sehr schön. Und wiederum schlecht, weil wir immer noch kein... Achso, mit den Planken, aber doch, ah, sehr schön. Okay, da können wir das größere Lager schon mal freischalten. Da brauchen wir jetzt jede Menge Planken leider für. Aber... jetzt habe ich da natürlich keine Seite, wo man das jetzt gut machen könnte, um da hochzubauen. Weil da unterbreche ich immer den Fluss letztendlich. Ja, würde ich jetzt erstmal spontan sagen, dass wir hier vorne eins hinstellen. Jetzt schaue ich mal eben, hier unten haben wir jetzt alles gebaut. Es werden auch immer mehr Planken aktuell. Hier werden wir jetzt mal eben schnell die Bäume noch hinpflanzen. Natürlich hat jetzt die Dürre begonnen. Jetzt, wo wir das hier starten wollen. Okay, dann können wir das auch priorisieren, damit da Planken reinkommen. So, die ersten 13 sind direkt schon mal rein. Das ist gut. Und hier seht ihr nämlich jetzt auch, das läuft jetzt weiter. Ist natürlich ein bisschen, ja, wenig Energie, aber es ist jetzt so eine Art Notenergie letztendlich hier hinten. Wobei, Energieleistung 99 PS, ja, ich behaupte jetzt mal, dass die trotzdem Produktivität 87, 68, naja, das könnte jetzt in der Energie liegen. Aber gut, es ist für Notfall halt. Wenn jetzt der Wind auch noch wegbleiben würde, wäre das natürlich jetzt richtig beschissen. Aber wie ihr hier seht, jetzt ist das, die Wasserenergie bleibt weg und dementsprechend, oh, jetzt bleibt der Wind tatsächlich weg. Wollt ihr mich jetzt veräppeln hier? Eieieiei. Aber es dreht sich immer noch. Ich meine, immerhin. So, hier oben haben wir noch das Hamsterrad, wobei ich das natürlich auch gerne austauschen würde, damit das dann manuell läuft. Was brauchen wir da jetzt nochmal für? Brauchen wir auch die Planken für? Im Moment haben wir natürlich keine, die nicht in das Lager reingehen. Deswegen lassen wir das... Ach so, können wir sowieso nicht, ne? Ja, doch, könnten wir schon, wenn wir es daneben bauen... Nee, können wir nicht, das wäre zu nah. Naja, da lassen wir mal das Hamsterrad lieber vorsichtshalber. Auf jeden Fall, ah, die Dürre ist zu Ende. Sehr schön. Das ist immer etwas, was ich sehr gerne sehe, wenn wieder alles grün wird. Okay, hier unten sind leider, ja, verdorrt und leblos. Ein paar von denen haben es leider nicht überlebt. Ich weiß immer noch nicht, warum hier eigentlich keiner hinkommt und den Kram mal wegmacht. So, die hier oben haben
momentan Zeit. Das Problem sind jetzt natürlich die weiten Lieferwege. Das heißt, wir gucken jetzt mal. Ich würde gerne eigentlich ein großes Lagerhaus bauen, aber ja, wie gesagt, das mit den Planken, das dauert jetzt ein bisschen. Im Moment geht es nur um die Versorgung hier. Ja, aber ich hätte trotzdem schon gerne ein großes Lagerhaus. Dann dauert es halt was, bis das Ganze gebaut ist. Das ist dann halt so. So, das ist dann zweite Priorisierung hier oben. Ich möchte jetzt hier auch noch nicht alles so vollstellen, weil ich ehrlich gesagt noch nicht so genau weiß, was ich wie wo machen möchte. Also hier unten, ah, da müssen wir noch forschen. Genau. 180. Wir brauchen nämlich noch eine Getreidemühle. Müde, genau. Eine Getreidemühle. Getriebewerkstatt. 7 Getriebe haben wir. Eigentlich bräuchten wir mehr Getriebe. Also noch mal eine Werkstatt dazu, die ich aber gerne zusätzlich noch mal durch ein Wasserrad betreiben würde. Das heißt, damit die nicht so ausfällt. Das heißt, dass ich hier oben jetzt erstmal ein Wasserrad hinbaue. Dann ja, wir haben ja zwei Sägewerke, wobei streng genommen sollten wir theoretisch noch ein Sägewerk mehr machen. Aber ich mache jetzt erstmal hier in die Richtung am besten. Ist denn da auch wirklich? Machen wir es mal lieber so. In die Richtung machen wir jetzt erstmal noch was und dann machen wir. Machen wir das denn? Das Sägewerk machen wir auch noch daneben. So. Ich hoffe, dass die jetzt hier drankommen. Und jetzt nicht blockiert sind, weil das jetzt hier. Ah, nee, okay, sie bauen weiter, das ist schon mal gut. Bei Holz müssten wir eigentlich doch genug haben. Ah, wir haben nur zwei Holz drin. Wieso haben wir nur zwei Holz drin? Vielleicht sollten wir hier auch noch mal ein bisschen Kiefer machen. Ach, der geht nur bis hier. Aber wir könnten hier ja theoretisch noch ein Fähnchen machen. Bei mir ist auch zwei, die dahin gehen. Achso, das war der Förster. Okay, da ist auf jeden Fall noch was rum. Dann ziehen wir das hier mal durch. So. Und wir könnten natürlich theoretisch auch hier hinten noch mal so eine Treppe hinbauen. Das wäre ja nicht unbedingt verkehrt, weil man soll natürlich immer darauf achten, dass die Wege auch kurz sind. So. Dann würde ich das später nämlich gerne machen, dass wir hier uns den Weg reinbomben. Dann haben wir nämlich hier noch wieder viel Grün. Dann bauen wir schon mal den Kiefer an. In 9 Tagen fertig gewachsen. Ach so, bis wo geht der Förster? Der Förster hat ja gar nicht so eine Reichweite. Ah, haha. Das war jetzt doof. Das war jetzt wirklich doof. Das heißt, wir können letztendlich erstmal nur hier vorne ein paar Bäume bauen. Und dafür habe ich jetzt hier zwei hingebaut. Naja, gut. Ich meine, gut, ich will das später noch expandieren. Müssen wir jetzt erstmal so machen. Das Einzige, was ich noch nicht so richtig herausgefunden habe, ich weiß, wie man das hier weitermachen kann. Theoretisch könnten wir jetzt auch da einen neuen Distrikt machen.
Da müssten wir hier aber erstmal drüber bauen. Das heißt, wir müssten definitiv als erstes. Kann man eigentlich über einen Deich drüber laufen? Das weiß ich gar nicht. Als erst. Ach, bei den Wegen ist das doch. Was rede ich denn hier? Das ist 100. Das ist auch 100. Aber das ist. Die habe ich noch nicht ausprobiert, die Brücken. 10 und 10. Und die kosten aber wesentlich weniger hier. Dann würde ich sagen, Doppelplattform, Dreifachplattform. 6 und 4, die sind auf jeden Fall. Ja, da muss man definitiv dann weniger bezahlen. Also die erforschen wir jetzt erstmal. Mal gucken. Ich versuche es jetzt einfach. Ach, die sind nach oben. Oh. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Dann nehmen wir lieber erstmal die einfache. Gut, dass wir noch die Punkte haben. So, dann baut das bitte auch. Was ist denn mit dem Lagerhaus? Das ist noch nicht fertig, ne? Ja, da brauchen wir Planken für. Das ist natürlich jetzt alles. Wir brauchen jetzt für alles Planken. Nicht die Getriebewerkstatt, aber das Sägewerk sollte auf jeden Fall. Ach, da brauchen wir eh nur die Holzscheite für. Okay. Und das ist ja schon auf Prio. Nein, nur die Holzscheite ist gut. Wir haben ja im Endeffekt noch keine neuen Bäume. Das ist ja unser Problem. So, der würde noch bis hier gehen. Die Frage ist jetzt, will ich da oben noch Holz bauen? Was ich machen könnte, ist hier unten noch ein bisschen anzupflanzen. Tja. Ja. Theoretisch. Also ich würde sagen, hier unten machen wir erstmal einen Weg durch, damit man da jetzt nicht so weit laufen muss. Und, nee, nicht Nutzpflanzen. Und wir bauen hier tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch einen Weg haben möchte. Tatsächlich erstmal hier noch Holz an. Ich meine, wir haben ja hier noch die zwei fleißigen. Ach so. Tutorial ist auch abgeschlossen. Perfekt. So, das würde ich dann aber trotzdem gerne auch als Priorisierung haben. Damit wir dann darüber kommen. Ich meine, hier oben, das ist schon wichtig, dass wir da das Lagerhaus haben. Aber ich möchte auch gerne den Distrikt noch ein bisschen erweitern. Und hier hinten muss ich unbedingt noch hin, um Altmetall zu holen. Das heißt, wir werden dann hier. Hier sollte ja erstmal ein Lagerhaus reichen. Hier erstmal noch einen Weg hoch machen. So. Das ist bis da grün. Und vom Distrikt her ist es bis da rot. Dann würde ich sagen, machen wir das hier raus. Dann müssen wir nämlich ein Distrikttor dazwischen bauen. Und dann können wir nämlich hier oben einen neuen Distrikt eröffnen. So, das ist natürlich kein Distrikt. Moment, da, neues Distriktzentrum eröffnen. Das, ja, das bauen wir mal direkt dran, würde ich sagen. So, da ist jetzt natürlich das Problem. Dass das eigentlich wieder alle Ressourcen haben müsste und natürlich auch Bevölkerung haben muss. Das heißt, ich möchte hier persönlich jetzt erstmal was haben. Metall, die Plündererflagge, genau, die kann ich auch erlernen. Die möchte ich jetzt erstmal hier haben. Hier ist ja sonst nichts zu plündern, ne? Nee. Stelle ich das jetzt direkt daneben hin. So. Aber damit wir hier irgendwas machen können, brauchen wir. Muss ich nur mal eben schauen, wo das jetzt eigentlich war. Das ist was, was ich nicht so oft benutzt habe und dementsprechend weiß ich auch überhaupt nicht mehr, wo es war. Bauarbeiter unter. Ah, Moment, hier Verteilzentrum. Oh, wir haben aber nicht mehr so viel. Wir haben gerade noch so viele Punkte, um beides zu erlernen.
Ja, Moment, ich muss erstmal das erlernen. So. Wir haben einmal das Verteilerzentrum und einmal die Abgabestelle. Die empfängt Güter, das heißt, die können wir auf jeden Fall schon mal direkt hier hinbauen. Die ist auch, wie man hier sieht, direkt gebaut, wenn man die einmal geklickt hat, so ähnlich wie das neue Zentrum selber. Aber der Nachteil ist, das Verteilerzentrum, das muss erstmal gebaut werden. Da brauchen wir auch wieder Planken unter anderem für. Ich würde hier gerne noch Forschung machen. Das passt natürlich nicht. Hier würde ich dann eventuell unten... Moment, dann machen wir das. Das ist der Holzfäller. Ja, doch. Dann machen wir das so. So, hat für mich jetzt noch nicht ganz Prio, weil ich brauche die jetzt noch nicht unbedingt ganz dringend. Aber damit das Ganze hier soweit schon mal steht. Hier oben sind sie auch fleißig am Bauen, aber haben ja leider nicht allzu viel. Achso, hier unten, was ist denn damit? Das ist immer noch nicht ganz gebaut, da brauchen wir Holz für. Also ich muss wirklich gucken, dass wir mehr Holz haben. Ich möchte aber nicht hier das Ganze wegnehmen mit den Büschen, das soll bleiben. Ich möchte lieber hier auf der Seite Holz haben. Deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass ich die Dinger hier hinbauen kann. Dass das nämlich so aussieht. Also, dass das dann mit der Zeit komplett durchgeht. Das ist priorisiert. Naja, gut. Der Vorteil ist natürlich, dass man hier nur zwei Holzplanken jeweils braucht. Ich mache das auf jeden Fall erstmal als Prio, weil anders... Es geht nicht anders. Ich muss da einen neuen Distrikt machen. Lege mehr Pfade oder einen neuen Distrikt an. Ja, das versuche ich ja gerade. Ist das jetzt euer Ernst? Ach so, oder geht das... wenn das gebaut ist, sollte die Meldung eigentlich weggehen, oder? Bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. So. Schauen wir mal. Jetzt ist die Folge schon wieder so lang geworden. Aber wir schauen trotzdem nochmal. Ja, jetzt geht das hier weiter. Also, ich würde sagen, ich lasse das jetzt hier nicht laufen. Also, ich werde es jetzt gleich pausieren. Ich kann es auch jetzt schon mal pausieren. Unser Ziel ist natürlich erstmal jetzt hier rüber zu kommen. Dann werde ich hier auf der Seite auch nochmal einen neuen Distrikt anlegen. Wichtig ist, dass wir hier das Verteilerzentrum auf jeden Fall gebaut kriegen. Das heißt, mit anderen Worten, da sollte ich dann doch die Prio höher machen. Oben das Altmetall ist noch nicht ganz so wichtig, aber ich muss auf jeden Fall gucken. Ja, ich würde sagen, ich fange hier unten an. Und hier oben noch. Weil das bisschen Holz ist jetzt für unseren aktuellen Stand viel, viel zu wenig. Wir kriegen zwar hier Gutholz rein. Weil man, was heißt Gutholz? Es sind auch nur zwei Stück. Und wenn man jetzt hier drauf klickt, das ist halt nur ein Stück. Und bei denen, die natürlich noch länger dauern, da kann man gerade gar nichts sehen. Aber das waren, glaube ich, auch zwei oder so. Also es ging immer so ein bisschen höher. Aber das Problem ist natürlich, dementsprechend lange müssen wir auch warten. Also das ist relativ schnell. Wobei das Ganze natürlich auch, ich glaube, 7 Tage dauerte hier. Dann, je höher es nach da geht, umso länger dauert es, bis sie dann wirklich nachgewachsen sind. Das ist was, wo ich im Moment große Probleme mit habe. Ich werde gucken, dass ich auf jeden Fall nochmal Forschungszentren hier oben hinstelle, weil die braucht man auf jeden Fall jetzt. Ich habe noch einiges, was ich erforschen muss. Ja, und ich werde halt gucken, dass ich dann hier unten rumarbeite. Das ist für mich jetzt erstmal Prio. Also Forschung ist Prio. Hier unten hinbauen ist Prio. Das Teil brauche ich auf jeden Fall, um da unten hinzubauen, beziehungsweise mich zu erweitern. Also ist das dementsprechend auch Prio. Wenn ich Glück habe, könnte ich hier theoretisch schon bauen, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja, und da müssen wir mal gucken. Ich meine, wir werden dann noch irgendwann mit Sprengstoff anfangen. Dann werden wir hier noch eine Schneise reinziehen, sodass das Wasser bis hier hinten geht, dass hier hinten dann auch
gutes Wasser ist, beziehungsweise guter Boden ist, damit wir dann auch Nahrung anlegen können. Und dementsprechend denke ich mal, wenn wir hier oben auch so eine kleine Siedlung machen, mit gerade so vielen Mitarbeitern, dass die halt eben hier oben abbauen können, denke ich mal. Vielleicht, wenn das dann abgebaut ist und wir dann, je nachdem, wie wir das mit dem Wasser hier hinkriegen, können wir hinten auch noch mal eine große Siedlung machen, wo wir dann nur Bäume haben. Also das ist eigentlich mein Ziel, dass ich dann so ein, zwei Stellen habe, bei denen ich nur Bäume habe. Das wäre eigentlich ideal hier, wenn man später mal soweit ist, das Dynamit zu haben. Einfach hier diese große Platte oben wegsprengen. Ich meine nämlich, dass es nur eins tief gesprengt wird. Und dass man dann hier wirklich so eine Schneise reinmacht, dass hier Wasser reinkommt. Später dann mal mit einem kleinen, ja, am besten mit einem kleinen See in der Mitte, mit einer Schleuse vorne, dass das Wasser hier auch ein bisschen länger vorhält, wenn dann die Dürre kommt, weil sonst, ja, haben wir halt immer ein Problem damit. Alles große Worte, ich weiß, und daran werde ich mich auch halten, aber es dauert natürlich eine Weile, bis das Ganze dann gemacht ist. Deswegen, und weil es schon wieder so eine lange Folge ist, verabschiede ich mich erstmal in dieser Folge von euch. Und ja, wir werden nicht alles in der nächsten Folge hinbekommen, aber ich hoffe doch, einiges mehr werden wir dann wieder geschafft haben. Bis zur nächsten Folge. Ciao!